Ja, herzlich willkommen zur neuen NFL-Saison. Es ist endlich soweit. Das erste Spiel schon passiert, auch schon mit zwei Division-Rivalen. Das heißt, wir haben auch für uns schon ein sehr interessantes Spiel gehabt. Jetzt morgen endlich unser Season-Opener. Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, freue mich schon, das morgen zu sehen. Also ich kann es echt kaum erwarten. Ich wünsche mir echt schon, wir hätten schon morgen. Und wie ihr seht, auch wir sind wieder da. Also auch wir lassen euch diese Saison natürlich nicht wieder alleine, sondern bringen euch auch dieses Jahr wieder die Previews von den Spielen, die anstehen, über die Show. Mit ein paar kleinen Änderungen. Die erste wird euch wahrscheinlich jetzt schon im Titel aufgefallen sein. Unsere Show heißt anders. Aus der Kickoff-Show wird der Purple People Talk. Und was ihr ja auch mitentschieden habt, wir sind dieses Jahr nicht mehr live, sondern wir nehmen auf. Aber auch das sollte keine große Änderung sein, sondern wird uns eher helfen, für geregeltere Zeiten zu sorgen. Wir haben auch heute natürlich wieder einen Gast, dieses Mal einen internen Gast aus unserer Redaktion, da natürlich für die erste Woche so viele Themen anstehen, dass es natürlich schwierig wäre, auch einen externen Gast einzubinden, da wir halt über die Vikings vor allem sprechen möchten. Und deswegen, ja, kannst du dich auch selber mal wieder vorstellen, wobei spätestens seit dem Draft dürften dich die Leute ja hier kennen. Ja, hi, ich bin Stefan, wie gesagt, inzwischen ein bekanntes Gesicht. Freue mich ähnlich wie Jonas sehr auf die kommende Saison, auf das morgige Spiel und freue mich jetzt darüber zu reden, über die Vikings zu reden, euch einen kleinen Überblick zu geben über die Vorbereitung, die es wohl nicht so genau miterlebt haben. Und dann hoffen wir, dass wir morgen Sonntag gegen 22 Uhr, naja, vielleicht 10:30, 1-0 stehen und Atlanta geschlagen haben. Ja, also, kennt die Show ja die meisten schon aus dem letzten Jahr und ihr wisst, ich bin generell immer ein Vertreter der seriösen Themen, der wichtigen Sachen und gerade im seriösen Geschäft NFL, glaube ich, wollen wir auch mal genauso einsteigen mit einem sehr seriösen Thema und deswegen lasst uns über Antonio Brown reden, über die Entwicklung heute. Also, ich weiß gar nicht großartig, was man dazu sagen soll. Wie hast du das verfolgt? Ja, man kann sich, glaube ich, nur an den Kopf fassen. Die meisten werden von euch auch Hard Knocks gesehen haben. Schon da war das eine ganze Geschichte, die unglaublich war. Und es ging immer weiter. Und dann hieß es wieder, jetzt spielt er nicht. Und bis heute Mittag eigentlich, wo er wirklich auf Instagram seine Entlassung gefordert hat und schlussendlich jetzt auch bekommen hat. Unfassbare Geschichte. Es bleibt ein unfassbar guter Wide Receiver. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Deswegen glaube ich auch, dass er relativ schnell ein neues Team findet. Aber da sollte der Agent doch einiges an Aufbauarbeit leisten, um den Spieler auch abseits des Feldes wieder in Position zu bringen. Ja, ich fand auch, ich habe eben kurz vor der Show nochmal auf Twitter gesehen, da hat auch der Agent nochmal versucht zu relativieren. Das heißt, auch der ist schon groß bei der Arbeit dran, wo dann David Carr von NFL Network, der Bruder von Derek Carr ist, einfach mal den Tweet des Agenten zitiert hat mit dem Kommentar Lies. Punkt. Und da sieht man alleine schon, was für eine unglaublich absurde Situation das ist. Und auch, dass Antonio Brown seinen GM quer übers Spielfeld beleidigt hat. Auch diese Geschichte, die heute gekommen ist, da, dass er wie ein gekränktes Kind da den Ball über den Platz tritt und da wieder sarkastisch ruft, ja, bestraf mich doch hierfür. Und die Helmgeschichte und ich weiß gar nicht, ich habe es eben schon gesagt, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Und auch als Teamkamerad, wie soll man diesen Menschen ernst nehmen? Ich denke auch,
im Team werden viele mittlerweile ziemlich sauer gewesen sein, weil der ist ja auch nicht zu Meetings erschienen, der ist nicht zu Trainings erschienen. Und ich glaube, dass man wirklich bei den Riders auch schon über Wochen gehofft hat, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo man dann eben auch die Garantien streichen kann und dann irgendwann auch wirklich Leverage gegenüber Antonio Brown hat und sagen kann, so, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Und wenn das, weil die Garantien sind weg und wenn jetzt noch was kommt, dann bist du raus. Und heute war dann der Punkt, Brown kriegt wieder zwei Briefe, den einen mit einer weiteren Geldstrafe, den zweiten dann mit der Mitteilung, dass seine Garantien jetzt gestrichen sind aus dem Vertrag. Und daraufhin kam dann eben dieser Instagram-Post und das Ende einer Off-Season-Geschichte, die noch witziger war als das Kick-in-Battle der Bears. Ja, dann würde ich tatsächlich jetzt auch sagen, kommen wir dann jetzt auch endlich zu den Vikings. Die Vorbereitung ist vorbei, 2 Wochen Training Camp, danach die Preseason. Die Vikings haben 3 ihrer 4 Spiele in der Preseason gewonnen. Nicht, dass das großartig wichtig wäre, aber trotzdem einfach so der Vollständigkeit halber. Nochmal die Frage an dich, wie hast du die Preseason erlebt, auch das Training Camp? Was ist dein Eindruck von der Mannschaft? Gemischte Gefühle, um ehrlich zu sein. Also die 3 Siege, wie du sagst, eigentlich jucken sie niemanden, aber man gewinnt auch in der Preseason lieber, als dass man verliert. Ich habe große Probleme, was mal wieder unsere Pass Protection angeht. Und ich sehe Probleme im Defensive Backfield, was wir so unter Zimmer noch nie gesehen haben. Besonders die Tiefe ist da natürlich ein Problem. Allerdings, Mike Hughes ist ja jetzt wieder ins Training eingestiegen, so ein bisschen Hoffnung besteht schon, ne? Was bedeutet die Preseason, muss man sich immer wieder fragen. Was kann man da wirklich rausnehmen? Und ich habe weiterhin Probleme mit der Pass Protection. Ich bin relativ optimistisch, was unsere 2. und 3. Garde grundsätzlich angeht. Da sind wir, glaube ich, ein Team mit einer im gesamten Team jetzt relativ starken Tiefe. Und jetzt wird man sehen, wohin die Woche 1 geht und wie die Saison dann weitergeht. Ja, ich glaube, gerade da sprechen halt auch die Preseason-Ergebnisse dafür, dass wir halt eine relativ tiefe 2. und 3. Garde haben, weil ich glaube, das ist halt das, womit man die Spiele in der Preseason gewinnt. Die Starter, das bedeutet wirklich so gar nichts, weil die gehen aufs Feld mit der ersten Prämisse, oh bitte, bitte, bitte lass mich nicht verletzen. Also das ist bei den Startern, glaube ich, alles, worauf es ankommt. Und deswegen kann man da halt wirklich so gar nichts draus ziehen. Aber dann bei der 2., 3. Reihe, bei den Leuten, die halt um ihren Kaderplatz spielen, für die geht es halt um wirklich was. Also für die ist halt das genauso existenziell wie jedes Regular-Season-Spiel, weil die halt um ihren Job spielen. Und da glaube ich dann schon, dass dann auch die Leistungen aussagekräftiger sind. Und wenn man dann eben mit dem 2., 3. String in der Preseason halt doch stärker dominiert, zeigt das schon, glaube ich, auch die Teams, die halt eine relativ große Kadertiefe haben. Was man noch sagen kann, auch das ist jetzt eigentlich mehr ein Funfact, als dass es irgendwas bedeuten würde. In den letzten 12 Jahren hat es tatsächlich keinen Super Bowl-Sieger gegeben, der mit einem Losing-Record aus der Preseason gegangen ist. Also auch, obwohl die man ja richtigerweise sagt, dass die Preseason relativ wenig bedeutet, zeigt das aber schon, dass Kadertiefe halt relativ viel bedeutet. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Jetzt mal auch nach der Preseason die Roster-Cuts. Welche Moves haben dich da so am meisten überrascht? Für mich war Brett Jones wirklich ein Rooster Cut, der ja zuerst, also der Backup Center, der wirklich tolle Preseason gespielt hat. Der dann aber für Josh Docks, den Wide Receiver, den wir von den Redskins geholt haben, gecuttet wurde, den ich bis heute nicht verstehe, weil der wirklich die tollste Preseason, vielleicht den ganzen Kader hatte. Das war sicherlich ein Fragezeichen, das bleibt bei mir. Ich habe jetzt auf Twitter gelesen, dass es die Chance gibt, dass er vielleicht zurückkommt.
Wäre natürlich schön, aber ist auf jeden Fall ein Risiko, weil ein Backup-Center, einen wirklich guten Backup-Center kann, ich würde mal schätzen, mindestens 2/3 der Liga gebrauchen. Und ich glaube, wir gehen mit 4 Wide Receivers, Entschuldigung, 4 Running Backs und einem Fullback in die Saison. Das als Freund des Passspiels im Offensiven macht mir das auch Sorgen, muss ich sagen. Da muss ich auch tatsächlich sagen, gerade bei den 4 Halfbacks, da Scheiße. ja, ich muss sagen, es hat mich auch sehr überrascht eigentlich, dass Abdullah im Kader geblieben ist. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass die ersten drei auf jeden Fall durchkommen. Auch Mike Boone hat sich ja in der Preseason deutlich bewiesen, aber sehe so gar keinen Mehrwert davon, dass Abdullah halt im Kader ist, weil als Runner mag er vielleicht ein bisschen explosiver sein als Mike Boone, aber auf der anderen Seite halt nicht mit den physischen Fähigkeiten ausgestattet und ist vom Typ her halt eigentlich wie Boone und wie Cook eher der Slasher und davon 3 Stück im Kader braucht es halt eigentlich nicht wirklich, zumal alle auch Qualitäten im Passspiel haben. Also auch da kann man nicht wirklich sagen, dass Abdullah da jetzt irgendwas Neues mitbringen würde. Und selbst bei den Return-Jobs, für die Abdullah ja vorgesehen war, fand ich, haben in der Preseason sowohl Olabisi Johnson als auch Mike Boone tatsächlich fast besser ausgesehen als Abdullah. Also auch über die Special Teams ist es eigentlich sehr schwer zu argumentieren. Deswegen ist das ein Move, der mich tatsächlich auch sehr gewundert hat. Ein zweiter Move, den ich auch eher etwas rätselhaft fand, war in der D-Line. Eigentlich eine ähnliche Geschichte. Ich sehe im Moment nicht, dass Jaleel Johnson noch irgendwie was zu diesem Kader beiträgt, was kein anderer Spieler könnte. Und dass man da einen Spieler wie Carter Schultz als Defensive End noch hat gehen lassen, vor allem in dem Gedanken, dass es, würde ich jetzt mal schätzen, Griffins letzte Saison für die Vikings sein wird. Auch da habe ich doch erstmal überlegt, so, wo ist da jetzt der Sinn? Auch da nochmal die Frage an dich, wie siehst du unsere D-Line-Tiefe? Ja, du sprichst mir da ziemlich aus der Seele, muss ich sagen. Das ist durchaus problematisch. Also wir haben auf Edge, finde ich, eine durchaus gute Tiefe. Ich hoffe, ich spreche sicherlich falsch aus, aber Ode Nigbo, glaube ich, hat mir sehr gefallen in der Preseason. Und auch eigentlich ein Carter Schuld, wie du sagst. Gut, dann haben wir noch Steven Weatherly, der jetzt schon seit einigen Jahren Backup spielt, der vielleicht dafür eingeplant ist, die Rolle von Griffin nächstes Jahr zu übernehmen. Und die beiden Starter sind ja sowieso erstmal gesetzt. Aber also auf Defensive Tackle Interior, da fehlt es schon meiner Meinung nach. Da fehlt ein Pass-Rusher, ein guter. Da geht der Abgang von Sheldon Richardson letztes Jahr tut wirklich weh, das muss man so sagen. Weil keiner sich da wirklich hervortut, der auf der Three-Tech-Position, also meistens die Position neben Linval Joseph auf Nose Tackle, da wirklich Mehrwert bietet. Wir hatten beide gehofft, glaube ich, auf Hercules Mata-Afa, der in der Preseason gezeigt hat, dass er noch ein bisschen braucht. Und dann, wie du sagst, wird's schon dunkel. Ja, ich glaube, bei Mataafa ist es so ein bisschen auch, also man hat die Flashes gesehen, auch immer wieder, gerade im ersten Preseason-Spiel, auch im vierten am Ende. Also ich glaube tatsächlich, dass er als Third Down Rusher bei Third and Long gar nicht so ineffektiv sein wird, weil der ist halt im Moment noch so ein bisschen Hit or Miss. Also entweder wirklich richtig gut oder Non-Factor. Also, und das ist halt als Third Down Pass Rusher, da funktioniert das noch. Und ich glaube auch, dass der dafür genutzt wird. Da reicht es, wenn du halt bei einer gewissen Anzahl deiner Pass Rush Reps gewinnst, zumal er dann auch nicht wirklich Run Defense spielen muss, was natürlich bei seinen Körpermaßen einfach schon ein großes Problem wäre. Der zweite
der zumindest im ersten Preseason-Spiel sehr gut war, danach leider ein bisschen abgetaucht war, ist Jalen Holmes, Viertrunden-Pick im letzten Jahr. Wurde im letzten Jahr ein bisschen rumgeschoben. Also ich glaube, letztes Jahr war das Problem mit Griffin auch für Holmes ein Problem, weil der dann plötzlich wieder D-End spielen musste, nachdem man ihn eigentlich auf D-Tackle umfunktioniert hatte. Jetzt wieder zurück auf D-Tackle. Das ist natürlich gerade für einen jungen Spieler immer ein bisschen blöd, wenn er da so hin und her geschoben wird. Auch da hat man zwischendurch Flashes gesehen, aber auch da halt nicht wirklich konstant. Und Shamar Stephen, der wahrscheinlich der Early-Down-Player ist, ist ein reiner Run-Stuffer und da sehe ich halt ein ähnliches Problem. Deswegen nochmal verstehe ich nicht wirklich, was man mit Jahlil Johnson möchte, weil Jahlil Johnson ist auch ein reiner Run-Stuffer, der auch in der Preseason nicht mal gut gegen den Lauf gespielt hat. Also ein Run-Stuffer, der den Run nicht stoppt, ist so ziemlich das Unnötigste, was du in einem NFL-Kader haben kannst. Und wurde ja auch durch Armon Watts eigentlich, finde ich, aus dem Kader gespielt und dass man den dann trotzdem hält, habe ich ehrlich gesagt so gar nicht verstanden. Ich finde generell eigentlich, ich war Anfang der Offseason durchaus zufrieden, abgesehen von dem Vertrag für Shamar Stephen, den ich für einen absoluten Fehler gehalten habe, in der Höhe, in der bezahlt wurde, fand ich, haben die Vikings halt das aus den Mitteln gemacht, was halt drin war. Die haben halt einfach nicht viel gehabt. Aber sowohl im Draft als auch in der Free Agency war mein Fazit grundsätzlich positiv. Aber ich fand so, je länger die Offseason dauerte, desto komischer wurden eigentlich die Moves. Also gerade in den letzten Wochen fand ich, war da einiges dabei. Ob das jetzt der Kicker-Trade ist, ob das einige der Roster-Decisions waren und auch die Sachen mit Doctson. Ich habe mich sehr gefreut, als die News mit Doctson kamen, weil auch wenn er seinen First-Round-Status nicht gerechtfertigt hat, ist er trotzdem, glaube ich, jemand, der uns wirklich helfen wird, der halt nochmal eine andere Dimension reinbringt. Aber selbst dieser Move ist ja irgendwie so ein bisschen dadurch kaputt gemacht worden, dass mit Brad Jones so der Top-Performer entlassen wurde und deswegen muss ich auch wirklich sagen, bin ich eigentlich in den letzten Wochen eher unzufriedener geworden mit einer, wie ich bisher fand, eigentlich sehr guten Offseason. Ja, also bis zum Training Camp gebe ich dir da recht, da war ich auch zufrieden. Das Redwick-Debakel, ja, man kann nur das Positive sehen und sagen, man hat sich dazu entschieden, trotz den investierten 5-Runden-Pick ihn zu entlassen, weil es machte einfach keinen Sinn. Nur weil ich da einen 5-Runden-Pick investiert habe oder aus dem Fenster geschmissen hat, muss man ja sagen, ihn zu behalten, obwohl er schlechter kickt als Bailey. Und ich fand auch, schlechter punted als Weil, macht das keinen Sinn, ihn zu behalten. Weil hat wohl dieses Problem des Holdens, das hat man irgendwie immer wieder gehört und es ist sehr selten, dass das in einem NFL-Team wirklich ein Problem ist. Jetzt hat man Britton Colquitt geholt, können wir nicht so viel sagen, glaube ich, weil ich kenne mich im Holding nicht wirklich aus. Ich habe noch nie gehört, dass das groß ein Problem ist für einen Kicker, aber anscheinend ist es das. Ich muss auch sehen, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen neuen Special Teams Coordinator, die Position war davor lange von jetzt sind mir der Name entfallen, besetzt, Mike Previa. Das wird sicherlich eine Auswirkung haben. Im Grunde genommen müssen wir bis morgen abwarten, um unser erstes Urteil bilden zu können, aber gerade bei den Cuts, da ging es uns beiden sehr ähnlich, waren viele Fragezeichen, Entscheidungen dabei, die wir beide nicht gut fanden, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir drauf vertrauen, aber aktuell können wir das nicht gut finden. Ja. Bei mir natürlich eine der eher unwichtigeren Entscheidungen im Kader, wobei tatsächlich in Kubiaks System gar nicht so unbedeutend auch die Fullback-Entscheidung, weil ich einfach fand, dass Blasting Game einfach viel, viel besser einfach in das System passt mit seiner Athletik und seinen Receiving-Qualitäten. Nicht, dass CJ Ham jetzt ein Fullback wäre, der komplett Non-Factor im Receiving-Game wäre, aber trotzdem sowohl Pass-Protection als auch als Receiver fand ich Blasting-Game sehr viel besser und
wenn man sich Offenses aus dem Coaching-Tree Shannon anguckt, dann weiß man, dass Fullbacks da durchaus auch im Passing-Game eine sehr prominente Rolle haben können. Fragt man nach bei den Niners mit Kyle Juszczyk. Und allein, ja, und allein dafür wäre aus meiner Sicht halt Blasingame auch der wesentlich geeignetere gewesen. Und ja, um nochmal auf die Panther-Entscheidung zu kommen, da muss ich ehrlich sagen, da war ich doch, es war einer der wenigen Moves, wo ich wirklich komplett d'accord war. Einfach aufgrund der Tatsache, dass vom Punting her sich Colquitt und Matt Weil nicht viel tun und Colquitt ist halt ein erfahrener Holder, der das über Jahre gemacht hat und selbst ich als jemand, der das auf absolutem Amateurniveau mal gemacht hat, muss sagen, dass selbst auf dem Niveau das eine echt feinfühlige und sehr sensible Arbeit ist und du da sehr genau dich auch mit deinem Kicker abstimmen musst und wenn es da wirklich Probleme gab und die gab es ziemlich offenkundig, ist da schon durchaus wichtig. Auch die Chargers haben letztes Jahr ihren Panther entlassen, Drew Kaeser wegen Holding-Problemen und ja, also was fand ich ein ziemlicher Indikator dafür war, dass es im Prozess des Kicks und nicht dem Kick selber ein Problem gab im Training Camp, war halt die Tatsache, dass ich glaube, abgesehen von zwei Fehlversuchen, alle Fehlversuche im Training Camp von der rechten Hash kamen. Das zeigt eigentlich, dass es da irgendwo ein systematisches Problem gibt. Ja, damit wollen wir eigentlich so den Blick auf die Vorbereitung ein bisschen abschließen und mal vorausschauen, weil darum geht es ja eigentlich hauptsächlich hier. Wir wollen ja nicht immer nur auf das schauen, was schon hinter uns liegt, sondern wir sind ja vor allem auf das gespannt, was jetzt kommt in den nächsten Wochen. Wir haben eine kleine Preview, was die Division angeht, schon in den schon am NFL-Auftakt gesehen zwischen den Packers und den Bears. Deswegen einmal kurz deine Frage, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon kurz gehabt. Ist natürlich immer schwer zu sagen, waren es jetzt wirklich zwei schlechte Offenses oder waren es auch wirklich gute Defenses? Fakt ist, es gibt nichts Wichtigeres in dieser Liga wie Quarterback-Play. Und sowohl von Aaron Rodgers als auch besonders von Mitchell Trubisky war das enttäuschend. Und das stimmt mich durchaus grundsätzlich positiv. Sagen wir es, wie es ist, wenn Trubisky so weiterspielt, wie er am Donnerstagnacht gespielt hat, sind die Bears, ist Chicago ein ganz anderes Team, wie es letztes Jahr war. Weil das war wirklich sehr schwach. Und vorsichtig optimistisch würde ich mich nach dem Spiel nennen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, viele haben jetzt gesagt, oh, die Packers-Defense, die ist ja so toll und so improved. Und ja, ich glaube schon, dass die Packers definitiv einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade im Defense-Backfield bei den Packers durchaus noch Fragezeichen bestehen. Also der Pass-Rush, ja, war wirklich gut und die Offense-Line der Bears ist jetzt auch nicht die allerschlechteste. Also die Bears haben letztes Jahr eine wirklich gute Offense-Line gehabt. Da muss man auch sagen, da sind wir dann wieder beim Quarterback-Play. Sehr viel Verantwortung des Drucks geht einfach auf Trubisky, dadurch, dass er den Ball zu lange gehalten hat, dass er sich nicht gut in der Pocket bewegt hat, was ja eigentlich eine seiner Stärken sein soll, dass er halt Pressure entkommen kann, dass er mobil ist und auch da hat sich nicht wirklich was gezeigt. Auch da haben, glaube ich, die Teams einfach gelernt, jetzt anzufangen, ihn auch wirklich konstant zu spyen. Das ist halt letztes Jahr oft noch nicht passiert, gerade bei den Vikings letztes Jahr im ersten Spiel ist mir das ganz oft aufgefallen, dass die Vikings eben keinen Spy gestellt haben und ich glaube, das wird dieses Jahr deutlich mehr passieren. Da fand ich den Kommentar von Tremont Williams, dem Cornerback der Packers, schon sehr passend, dass der gesagt hat, wir wussten, wenn wir Trubisky dazu zwingen, Quarterback sein zu müssen, dann haben wir eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube,
das ist eben der Schlüssel, die Bears dieses Jahr zu schlagen, trotz einer nach wie vor sehr guten Defense. Und bei den Packers, wie gesagt, sehe ich durchaus im Defense-Backfield noch einige Fragezeichen. Auch wenn man sich das Spiel Play für Play anguckt, sieht man immer wieder freie Receiver. Und allein da sieht man mal wieder, was Trubisky da eigentlich auf der Platte gelassen hat an Yards, weil man so oft da irgendwelche freien Receiver hat rumlaufen sehen und Trubisky einfach die falschen Reads getroffen hat, in Double Coverages geworfen hat, zu spät geworfen hat, gar nicht geworfen hat teilweise, sondern den Ball viel zu lange gehalten hat. Und ich glaube, gerade da war es halt auch wirklich die Schwäche der Bears Offense und nicht nur die Verbesserung der Packers Defense. Aber nochmal generell so der Blick auf die Division. Wer glaubst du, wird der Hauptkonkurrent dieses Jahr der Vikings? Glaubst du, dass Detroit eventuell sogar eingreifen kann? Und wie siehst du die Chancen der Vikings, diese Division dieses Jahr wieder zu gewinnen? Wenn man so die Podcasts hört in den USA und viele Expertenmeinungen, dann ist die NFC North, glaube ich, auch für neutrale Experten so ziemlich die offenste Division der ganzen Liga, könnte man vielleicht sagen. Ich habe wirklich alles gehört, außer Detroit. Und da stimme ich auch mit den ganzen Expertenmeinungen überein. Detroit sehe ich wirklich nicht die Division gewinnen. Vielleicht werden sie mit Glück Zweiter, vielleicht eher Dritter oder eben Letzter. Aber ich glaube nicht, dass es zum Division-Sieg reicht. Der Kader ist nicht so stark wie der Kader der Bears, Packers oder unsere. Und zwischen den drei ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich sehe nach dem Sieg am Donnerstag die Packers einen Hauch vorne, auch einen Hauch vor uns, weil ich wirklich nicht optimistisch in die Saison gehe. Uns dann auf 2 und Chicago wird auf 3 eintrudeln, ist jetzt mein Tipp, weil ich glaube, dass die Defense zwar gut ist, aber lange nicht so gut sein wird wie im letzten Jahr. Und Trubisky, alles, was wir bisher gesehen haben, spricht nicht dafür, dass der den nächsten Schritt macht. Deswegen ist das meine Reihenfolge. Ich glaube tatsächlich, dass die Bears-Defense grundsätzlich vom Spiel her nicht viel schlechter sein wird als letztes Jahr. Aber einfach die Tatsache, dass die Bears wesentlich weniger Turnover haben werden, weil Turnover halt eine der absolut instabilsten Statistiken ist, da sehe ich einfach nicht die Chance, dass das wiederholt werden kann. Und allein das wird halt einen relativ großen Impact haben, dass man halt nicht so viele Drives mit Turnovern beenden kann. Und deswegen glaube ich schon, dass die Bears auf jeden Fall einen Schritt zurück machen werden, zumal eben jetzt auch mehr Teams Tape von Nagys Offense haben, von Trubisky haben, eine Idee haben, wie man Trubisky stoppen kann. Und deswegen werden die Bears das, glaube ich, dieses Jahr schwierig haben. Ob es so schlimm wird wie für die Jaguars im letzten Jahr, weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es einen deutlichen Schritt zurückgehen wird für die Bears. Bei den Packers, glaube ich, ist es nach wie vor so ein bisschen eine Wundertüte. Da wird es natürlich drauf ankommen, ob die Offense einen Rhythmus finden wird, ob Rodgers dauerhaft mit LaFleur klarkommen wird. Ich bin mir da nach wie vor nicht sicher, ob das in dem System funktionieren wird. Und ich fand auch, dass die Offense der Packers auch ganz unabhängig von der starken Defense der Bears jetzt nicht unbedingt ein sehr angsteinflößenden Eindruck gemacht hat in der ersten Woche. Und bei der Defense, wie gesagt, da wird man halt sehen müssen, wie konstant kann dieser Pass-Rush sein. Gibt es Probleme im Defense-Backfield und kann man diese übers Schema überdecken? Weil personell, glaube ich, ist das Defense-Backfield der Packers nach wie vor nicht auf dem Level der Top-Defenses. Und das kann halt auch, frag nach bei den Eagles, letztes Jahr eine Defense schon einiges kosten, wenn das Backfield halt Probleme hat. Und deswegen werden auch die Packers schon zu kämpfen haben. Detroit, wie du schon sagst, sehe ich auch nicht im Division-Rennen. Ich glaube schon, dass Detroit deutlich besser ist als letztes Jahr. Aber ich glaube, sowohl bei der Richtung, in die sich deren Offense entwickelt, als auch generell
weil vom Spielermaterial her sehe ich einfach nicht die Chance, dass die sich in dieser Division durchbeißen werden. Deswegen, ja, Verbesserung, aber ich traue ihnen den Division-Sieg nicht zu. Jetzt nochmal auf den Ausblick von den Vikings kommen. Was erwartest du generell schematisch von unserer Offense? Weil das ist ja eigentlich mit eins der größten Offseason-Themen dieses Jahr gewesen. In der Defense wissen wir eigentlich zumindest schematisch, was auf uns zukommt, weil der Coaching-Staff ist derselbe. Mike Zimmer wird seine Defense wieder spielen. Auch das Spielermaterial ist zum großen Teil dasselbe, aber in der Offense wird es sehr interessant. Also, wo siehst du die Offense? Ja, ich fand die Preseason da relativ eindeutig. Wir waren uns ja nicht sicher, wie viel Offense Kevin Stefanski trägt und wie viel aus Denver kommt, von Kubiak. Und ich fand, es war relativ eindeutig, dass Kubiak doch ein großes Wort mitzureden hat. Ich habe einige Outside-Zone-Runs gezählt, die ja für ihn so ein bisschen, ja, sind sein Markenzeichen, kann man sagen. Grundsätzlich hat mir sehr gefallen, dass Kirk Cousins nicht mehr steif in der Pocket steht und Dropbacks nimmt und dann den Ball loswerden muss, sondern einige Rollouts gab es. Er war mobiler, wirkte er, und hat auch mehr Play-Action geworfen, zumindest prozentual wie in der letzten Regular Season. Und das macht schon Mut, ja, dass man die Offensive Line doch entlasten will. Und gut, mit Garrett Bradbury auf Center war klar, dass das Outside-Zone-Play auf jeden Fall vermehrt genutzt wird. Und das sind so ein paar Punkte, die ich mir vorstellen kann, die sicherlich auch gegen Atlanta morgen schon eine Rolle spielen werden. Dazu nochmal die Frage. Also es wurde ja auch in vielen Foren diskutiert. Glaubst du, dass die Offense deutlich runlastiger wird als im letzten Jahr? Ich befürchte es fast, ja. Kubiak gilt zwar als Verfechter des Run-Games, aber wenn man sich die Zahlen anguckt und mal die Spielsituation wegnimmt, wo entweder das sein Team relativ weit im Rückstand oder relativ weit im großen Vorsprung hatte, dann ist er nicht der größte Run-Cruiser. Aber Zimmers Kommentare auf fast jeder Pressekonferenz gefühlt, wenn es um seine Offense ging, sprachen immer davon, dass man mehr Time of Possession braucht und dass das über den Run, über ein funktionierendes Run-Game erzielt werden sollte. Und ich habe die Befürchtung, dass wir mehr laufen. Siehst du das anders? Ich glaube nicht, dass wir so viel laufen, wie es viele befürchtet haben. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Zimmer großartig viel Einfluss auf die Offense haben möchte. Ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum eigentlich in seiner ganzen Zeit immer ehemalige Headcoaches und erfahrene, hoch angesehene Coaches verpflichtet worden sind, weil er eben sich hauptsächlich auf seine Defense konzentrieren will. Ich meine, McVay hat auch bei den Rams relativ wenig für die Defense mitzureden. Da hat man Wade Phillips. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei den Vikings mit Zimmer, der halt auch seine Defense coachen möchte und seine Offense ja eigentlich nur dann was damit zu tun hat, wenn es halt gerade nicht läuft. Und ich glaube, einer der Gründe, warum er sich halt letztes Jahr eingeschaltet hat, ist, weil er für sich gemerkt hat, boah, das läuft nicht, das läuft überhaupt gar nicht so, wie es soll, und irgendwie tut der dafür verantwortliche Coach relativ wenig und weiß offensichtlich selber nicht so ganz, wo er jetzt ansetzen soll, und deswegen hat Zimmer sich, glaube ich, eingeschaltet im Endeffekt. Und ich glaube, dass wenn die Geschichte mit Kubiak und Stefanski funktioniert, dann wird sich Zimmer da größtenteils raushalten. Und du hast es schon gesagt, die Zahlen geben bei Kubiak eigentlich gar nicht so sehr her, dass er ein großer Run-Coach ist. Also sind immer sehr effektiv unter ihm gelaufen, aber halt nicht vom Volumen her sehr viel. Dazu, ich vermute, du hast dich mit den Zahlen auf denselben Tweet bezogen von Fabian Sommer vor ein paar Wochen, wo mal die Prozentzahlen von Early Down Running bei 5 plus Yards zu gehen aufgelistet waren.
Und in 6 bis 8, in 6 von 8 Jahren, in 6 von 8 Jahren, in denen Kubiak entweder Head Coach oder Offensive Coordinator war, war die Passing-Rate bei diesen Downs in der oberen Hälfte der Liga. In 3 davon war die Passrate bei diesen Downs in den Top 10. Dazu noch einmal 11., einmal 12., also in 5 von 8 Jahren da im Dunstkreis der Top 10. In den letzten beiden Jahren, die Kubiak in einer solchen Position aktiv war, 2015 und 2016, in Denver auch da beides Top 10 Jahre, Zweiter 2015, also die zweithöchste Passrate in 2015 bei diesen Downs und die 10. höchste 2016. Und die Quarterbacks damals waren Peyton Manning in seiner, ich sag mal, Rentensaison, wo er seine 17 Picks geworfen hat, und Brock Osweiler und Trevor Siemian. Also im Endeffekt hat Osweiler durch Kubiak sein Geld gewonnen, was er in Houston bekommen hat. Und das spricht halt schon dafür, dass er, glaube ich, viel auch auf das Passing-Game und vor allem, glaube ich, auf das Play-Action-Passing-Game setzt. Und da sehe ich auch die Kommentare von Cousins und Stefanski, die beide in Interviews klar gesagt haben, dass man nicht unbedingt den Lauf etablieren muss, um ein erfolgreiches Play-Action-Passing-Game zu haben, was ja datentechnisch auch belegt worden ist. Und ich glaube, wenn ich mir die Kommentare des offensiven Coaching-Staffs angucke, dann werden wir, glaube ich, eine Offense mit sehr viel Heavy-Personal haben und sehr vielen Run-Formationen, aus denen aber, glaube ich, vor allem sehr viel Play-Action gelaufen werden. Also letztes Jahr ist die Play-Action-Rate, nachdem Stefanski übernommen hat, von unter 20 auf, glaube ich, 36% oder 38% hochgegangen. Und auch Kubiak ist ja wirklich bekannt dafür, auf ein sehr starkes Play-Action-Pass-Game zu setzen. Und da rechne ich eigentlich damit, dass auch dieses Mal die Play-Action-Rate wieder deutlich über 30% liegen wird. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserem morgigen Gegner. Die Atlanta Falcons sind morgen zu Gast im US Bank Stadium. Wir haben das Heimspiel zum Auftakt der Saison. Verletztentechnisch ist bei beiden Teams eigentlich nicht so sehr viel los. Bei den Falcons fällt Offensive Tackle Matt Gono aus, der tatsächlich sogar zwischenzeitlich als Starter gehandelt wurde. Undrafted Free Agent aus diesem Jahr, sehr gut Preseason gespielt, aber eben nicht fit für das Spiel gegen die Vikings. Bei den Vikings fällt erwartungsgemäß Mike Hughes noch aus, der noch nicht ready ist, der limitiert trainiert hat über die Woche. Fraglich, das könnte eben die einzige sehr bittere Geschichte für die Vikings sein. Fraglich ist Stefon Diggs, was natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden, extrem bitterer Ausfall wäre und das weniger kostbar, wenn er ausfällt. Tyler Conklin, Tyden, relativ gute Vorbereitung gehabt, aber eben trotzdem natürlich absolut ersetzbar. Der spät in der Woche mit einer Rippenverletzung auf den Injury Report gesetzt wurde, diese späten Additions zum Injury Report sind meistens kein sehr gutes Zeichen, aber trotzdem mal abwarten. Trotzdem erstmal generell, wie siehst du dieses Matchup? Siehst du die Vikings favorisiert oder welche Erwartungen hast du? Es sind zwei Teams, die ich, habe ja vorhin gesagt, die Packers sind für mich der leichte Favorit in der Division. Dementsprechend sind es zwei Teams, die ich als gut betrachte, aber nicht als Favorit für die Division. Was da im ganzen Spiel auch schon in Week 1 möglicherweise Implikationen für die Wildcard hat. Also das könnte ein sehr wichtiges Spiel im Nachhinein werden. Und es ist wirklich ein Spiel auf Messerschneide. Also erstmal ist es eh, in Woche 1 wissen wir eigentlich gar nichts. Ja. Keine Statistiken sind wirklich aussagekräftig. Preseason haben wir auch schon besprochen. Halten wir immer ein großes Fragezeichen daran, wie aussagekräftig die ist.
Und wirklich können wir eigentlich nur auf Statistiken aus dem letzten Jahr zurückgreifen, die aber auch aufgrund der Kaderwechsel wenig aussagekräftig sind. Ich traue beiden Teams zu, am Ende des Jahres 10 Siege oder mehr zu haben. Und das spricht schon mal dafür, dass beide durchaus Qualität haben. Und grundsätzlich habe ich uns leicht favorisiert, aber auch nur, weil wir das Spiel in Minnesota stattfindet. Ich glaube, wenn es in Atlanta stattfinden würde, hätte ich eher die Falcons leicht favorisiert. Ja, ich glaube auch, dass es durchaus ein sehr offenes Spiel sein kann. Ich sehe auch die Vikings alleine aufgrund des Faktors Heimspiel etwas favorisiert. Ich glaube auch, dass wenn man sich die gerade die Trenches zusammen anguckt, also O-Line, D-Line, sehe ich einen leichten Vorteil auch auf Vikings Seite, weil da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube auch, dass die Falcons dieses Jahr etwas mehr Probleme in der Offensive Line haben werden. Und auch da eigentlich eine Parallele zwischen beiden Teams. Auch die Falcons haben große Veränderungen in ihrem Coaching-Staff gehabt über die Offseason. Defense-Coordinator ist gefeuert worden. Die Defense wird jetzt wieder alleine von Head Coach Dan Quinn übernommen. Und auch der Offense-Coordinator Steve Sarkisian ist raus. Dafür jetzt Dirk Koetter, ehemaliger Head Coach der Tampa Bay Buccaneers, am Ruder. Wie siehst du die Veränderung? Glaubst du, die Coaching-Veränderungen bringen Atlanta nach vorne oder siehst du es eher als Rückschritt? Also Dirk Koetter ist kein guter NFL-Coach. Steve Sarkisian war auch kein guter NFL-Coach für meine Begriffe. Ob sich da Großes ändern wird, weiß ich nicht. Aber die Offense, ich gebe dir recht, gerade auf der rechten Seite der Line stehen ein paar Fragezeichen. Aber grundsätzlich ist Matt Ryan vielleicht der unterschätzte Quarterback der Liga und hat mit Julio Jones den besten Wide Receiver der Liga und auch ein sonst ganz passables Waffenarsenal. Dirk Koetter wird kein Kyle Shanahan sein, der, glaube ich, vor 3 Jahren Atlanta in den Super Bowl geführt hat mit seinem Offensive Scheme. Aber ich glaube, diese Offense wird trotzdem produzieren und trotzdem das Herzstück dieses Teams sein. Ja, generell, glaube ich, muss man sagen, dass abgesehen von den Coaching-Veränderungen, die Offseason der Falcons eher etwas unauffällig war. Also viel hat offensichtlich auf der O-Line gelegen. Nicht, dass die O-Line sehr schlecht gewesen wäre im Jahr davor. Also Pass-Block-Efficiency war Top 5, hat mich ein bisschen überrascht, war aber tatsächlich Platz 5 in der Liga, glaube ich, laut Pro Football Focus. Run-Blocking, bisschen schwächer, war eher in der unteren Hälfte, nicht von den PFF-Ratings her, aber halt von den Adjusted Line Yards, zum Beispiel von Football Outsiders, da lagen die Falcons eher schwächer. Deswegen wurde auch in der O-Line viel getan, wobei ich eben eher befürchte, dass man da so ein bisschen Sachen eher verschlimmbessert hat. Jetzt auf der Guard-Position Carpenter und German Brown, das sind, ich sag mal so, die typischen Journeyman Stop-Gap-Player, die man halt nutzen kann, so für ein Jahr halbwegs solide, aber eben irgendwie nicht mehr. Klar hat man mit Alex Mack nach wie vor ein Pro Bowl Center da in der Mitte stehen, aber ja, dann wenn man auf den Draft guckt, auch da, ich habe kurz nach dem Abend der ersten Runde gesagt, eigentlich haben alle Teams, die mehrere First-Round-Picks haben, mehr oder weniger ist echt in den Sand gesetzt und die Falcons waren mit 2 Picks in der ersten Runde, einen, den sie sich ertradet hatten, auch eins der Teams, die ich da ein bisschen kritischer gesehen habe. Nicht unbedingt deren ersten Pick. Ich glaube, dass man bei dem ersten Pick Wilkins wollte, der dann einen Pick vorher gegangen ist. Und
man sich dann mit Chris Lindstrom den für mich besten, für dich zweitbesten Interior Offensive Line in der Klasse gesichert hat. Deswegen war das ein Pick, der viele Experten einfach dadurch, dass er ein Guard war, eher kritisch gesehen haben, den ich aber durchaus sehr positiv gesehen habe. Problematisch sehe ich den zweiten Pick in der ersten Runde, den sie getätigt haben, mit Caleb McGarry. Zum einen der Uptrade, den ich für absolut unnötig gehalten habe. Zum zweiten halte ich McGarry in der ersten Runde für einen absoluten Reach, weil der halt gerade in Pass Protection große Probleme hatte. Dazu die medizinischen Probleme, die ja auch lange bekannt waren, wo es ja diese Offseason nochmal eine OP gegeben hat, weshalb McGarry wohl eventuell spielen wird, aber wahrscheinlich nicht das ganze Spiel, sondern man wird wohl auf Right Tackle rotieren zwischen Sambrello und McGarry, wo ich mir auch wieder denke, also entweder ist McGarry fit und dann lasse ich ihn das ganze Spiel spielen oder ich lasse halt Sambrello das ganze Spiel spielen, weil gerade die Offensive Line ist halt eine Positionsgruppe, wo es sehr auf Chemie und Absprachen und Kommunikation ankommt und darauf, dass man eingespielt ist, und da dann während des Spiels immer zu rotieren, halte ich für einen Plan, der nicht unbedingt erfolgsversprechend ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und auch ich sehe bei Dirk Koetter nicht unbedingt einen großen Fortschritt im Coaching und denke auch da, dass die Falcons eher runlastiger werden, was nicht gerade ein Vorteil für diese Offense sein wird. Und nochmal, um auch auf McGarry zurückzukommen, beziehungsweise auf den Pick, man hat ja raufgetradet und das hat dann dafür gesorgt, dass die Falcons danach keinen Top-100-Pick mehr hatten und auch alle Picks, die danach kamen, von denen, glaube ich, werden wir niemanden sehen auf dem Feld. Eventuell Kominski, der in der D-Line-Rotation drin ist, aber der Rest ist Third- und Fourth-String und wird wohl relativ wenig Rolle spielen. Und deswegen, glaube ich, hat man sich mit diesem McGarry-Pick und auch diesem Uptrade echt mächtig ins Bein geschossen. Ja, und nochmal kurz auf die Right-Tackle-Position, wie du gesagt hast. Das Schöne für die Vikings ist eigentlich, egal ob McGarry oder Sambrello da stehen, der Neil Hunter hat da die Möglichkeit, wirklich das ganze Spiel auf dieser Seite des Balles an sich zu reißen, weil keiner der beiden sollte, oder ist zumindest auf dem Papier, die Klasse von Hunter. Und das ist gleich mal ein wichtiger Spot für die Vikings, dass wir da ordentlich Pressure bekommen. Und wenn Hunter seine Form der Vorsaison übernimmt, dann sollte das ein absoluter Pluspunkt für die Vikings sein. Ich glaube auch generell, dass es den Vikings auch wirklich nur entgegenkommen kann, wenn die Falcons halt einen runlastigeren Ansatz nehmen, weil wir haben über die Interior D-Line der Vikings gesprochen. Wenn eine Sache dort kein Problem sein sollte, dann sollte das Stoppen des Laufspiels sein mit Joseph und Stephen in der Mitte, glaube ich, wird das etwas sein, was relativ problemlos funktionieren sollte. Und deswegen können wir aus Vikings Sicht da wirklich nur hoffen, dass sich das bewahrheiten wird und dort eben deutlich lauflastigerer Ansatz genommen wird. Dann nochmal die Frage an dich, wo siehst du die Schlüssel-Matchups in diesem Spiel? Also was glaubst du, sind die Dinge, auf die es da am meisten ankommen wird? Also einmal wirklich Hunter gegen, ich dachte jetzt Sambrello spielt, ob es McGarry ist oder er, ist egal. Und dann kommt man gegen dieses Waffenarsenal, kommt man da nicht drum rum. Ja. Also Julio Jones gegen Xavier Rhodes. Das Duell gab es schon ein paar Mal. Rhodes hat sich da immer sehr gut aus der Affäre gezogen. Und man muss aber auch sagen, dass die 2018er Saison nicht gut war von Rhodes. Nach der Preseason war bis jetzt eher, naja, sagen wir es mal so. Und wenn da jetzt Julio Jones
der beste Wide Receiver der Liga, sage ich, ankommt, dann ist das ein wichtiges Matchup. Ja? Man wird ihn nicht dauerhaft ruhigstellen können. Und das muss Rhodes auch nicht. Aber was Jones leisten kann, wissen wir alle. Ich erinnere mich da an ein Playoff-Spiel gegen die Packers, wo er mehr oder weniger gegen Green Bay alleine gewonnen hat. Und das muss verhindert werden. Danach gibt es immer noch gute zweite Wide Receiver mit Calvin Ridley und Mohamed Sanu. Also unser Defensive Backfield muss wirklich auf der Hut sein. Das ist für mich vielleicht sogar das wichtigste Matchup im ganzen Spiel. Ich glaube, wenn man halt über die Matchups Waffenarsenal gegen Defense Backfield redet, dann wird es eben auch auf der anderen Seite ein ähnliches Schlüssel-Matchup geben, weil auch die Falcons haben, glaube ich, durchaus größere Fragezeichen im Defensive Backfield und gerade wenn Diggs spielen sollte, werden die, glaube ich, sehr viel zu tun haben mit Diggs, mit Thielen auch natürlich. Wir werden sehen, wie viel Josh Doctson spielen wird. Wir werden sehen, ob BC Johnson und Bibi Snaps bekommen, vor allem bei BC Johnson bin ich mal gespannt, wie er sich in der Regular Season schlägt. Das war, glaube ich, könnte ein echter Glücksfall für den 247. Pick gewesen sein. Und auch die Titans, also Rudolph, Irv Smith und die Running Backs im Passing Game, da, glaube ich, wird schon sehr viel Arbeit auf das Backfield der Falcons zukommen. Und gerade wenn die Falcons, die jetzt nicht unbedingt für den ganz großen Pass-Rush bekannt sind, mal abgesehen von Grady Jarrett in der Mitte, es nicht schaffen, zu Cousins zu kommen, und wenn die Vikings das auch durch Play-Action-Passing-Game, durch Bootlegs, Rollouts etc. so ein bisschen ausschalten können, dann, glaube ich, kann diese Offense wirklich richtig gut funktionieren. Und dann ist das, glaube ich, auch ein Matchup, über das man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen kann. Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Ich bin sehr gespannt, hatte es ja bereits am Anfang gesagt, auf dieses Spiel. Ich glaube, dass die Vikings leicht favorisiert sind und wünsche natürlich viel Spaß an alle Zuschauer. Wenn noch Fragen sind und so weiter, schreibt sie in die Kommentare. Wir versuchen, das schriftlich aufzuarbeiten und euch noch Antworten zu geben. Also wenn Fragen offen geblieben sind, immer raus damit. Und ansonsten wird es morgen noch eine kleine Ankündigung geben, was die Shows in den nächsten Wochen so ein bisschen auch betreffen wird. Aber da lasst euch mal bis morgen überraschen. Deswegen viel Spaß beim Spiel. Und ja. Skol Vikings.